Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Berechne den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Seiten 5 cm messen. Zuerst stellen wir diese Situation dar, und da dieses Dreieck gleichseitig ist, wissen wir, dass die drei Innenwinkel jeweils 60 Grad messen. Um den Flächeninhalt von diesem Dreieck zu berechnen, berechnen wir einfach Basis mal Höhe geteilt durch 2. Also brauchen wir diese Höhe, wir nennen sie klein h, und durch diese Höhe entsteht automatisch dieses rechtwinklige Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von diesem Spitzenwinkel 60 Grad ist gleich zur Gegenkathete h geteilt durch die Hypotenuse 5. Also wissen wir, dass Sinus von 60 Grad gleich ist zu h geteilt durch 5, woraus wir schließen, dass h 5 mal Sinus von 60 Grad sein muss. Also können wir jetzt sofort den Flächeninhalt des gleichseitigen Dreiecks berechnen. Er wird berechnet durch Basis 5 mal die Höhe h, die Höhe h ist 5 mal Sinus von 60 Grad, geteilt durch 2. Diese Rechnung geben wir in den Taschenrechner ein. Der Taschenrechner ist auf Grad eingestellt, also können wir sofort loslegen. 5 mal 5 mal Sinus von 60 Grad. Hier müssen wir die Klammer schließen, um das Ganze durch 2 teilen zu können. Enter. So haben wir die Antwort in wissenschaftlicher, präziser, mathematischer Schreibweise geschrieben. Hätten wir davon gerne den Dezimalwert, dann aktivieren wir diese Taste, SD. Sie ist gerade dazu gedacht, von der wissenschaftlichen Schreibweise S zur Dezimalschreibweise D überzugehen oder auch umgekehrt. Ich klicke drauf, klick, und schon haben wir die Antwort zu unserer Aufgabe, die wir hier übernehmen. Der Flächeninhalt von dem Dreieck beträgt also ungefähr 10,82532 Quadratzentimeter. Quadratzentimeter, weil die Längeneinheiten hier in Zentimeter angegeben wurden. Und schon ist die Aufgabe beendet.